Ja, YouTubers Live, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr seht, wir fangen was Neues an, denn ich habe einfach Bock auf dieses Game, denn das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Ein YouTubers Live leben. Und ich habe jetzt schon einmal vorher angetestet, wie immer, ob die Einstellungen passen und so weit. Und ja, ich muss sagen, sie passen. Deswegen starten wir direkt in ein neues Spiel und beginnen hiermit. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste YouTuber. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Das ist meine Geschichte. Ja, aber nicht meine, denn ich werde es diesmal nicht so tun, dass wir unseren eigenen Channel hier aufbauen, sondern wir machen etwas komplett anderes. Die Frage ist nur was. Ich vermute mal, ich würde jetzt wieder eine Frau spielen, so wie generell oft in so ziemlich vielen Spielen. Die Frisur, die habe ich ausgewählt. Ja, erstmal jetzt die Charaktererstellung. Das kann ein bisschen dauern, Gott sei Dank bin ich dann nicht ganz so Nibel drin oder brauche nicht ganz so lange, mich dazu entscheiden. Denn ich glaube, die meisten Frisuren sind, das ist absolut geil. Also ich will da niemanden jetzt irgendwie diskriminieren, der kurze Haare hat. Aber ist nicht so mein Style. Und das auch irgendwie nicht. Ja, der klassische Potschnitt, einfach Topf auf den Kopf und rundherum schneiden. Ich glaube, der Anfang war schon das Beste. Das sollte ganz gut passen. Jetzt kommt die Sache mit der Haarfarbe. Bisschen flippig, bisschen durchgedreht. Aber ich mag Blau. Deswegen bleiben wir jetzt bei Blau. Die Frage ist nur, spielen wir es jetzt irgendwie ernst durch oder machen wir Blödsinn? Dazu passen natürlich gut blaue Riesenaugen. Ach du Scheiße. Quark. Ich glaube, das ist für das Spiel das Passendste vom Mund her. Kein Lippen und so. Das erinnert mich da ein bisschen an die an die Mies oder so von der Nintendo Wii. Wie kein Bart. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Jetzt mache ich aus. Oh Gott. Ja, und das Spiel ist Early Access Game momentan auf Steam. Ist auch nicht allzu teuer und scheint wohl richtig Spaß zu machen. Viele spielen es, viele machen aber ihren eigenen Kanal. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du mal was anderes hier mit Spaghetti Top oder das? Gucken wir mal, was wir sonst noch im Angebot haben. So, Hose oder Rock? Ich glaube, Rock ist ganz passend darauf. Okay, aber irgendwie passt das nicht zu den Haaren. Wir müssen jetzt ein bisschen mädchenhaft sein. Oh, wir können auch viel, viel mehr Klamotten später haben. Oder ist das, wird das noch reingepatcht? Ich weiß es nicht, aber die passenden Schuhe müssen natürlich her. Was haben wir da? Ja, okay. Ja, ich denke, das geht soweit. Trägt unser Charakter eine Brille? Ich glaube, ohne Brille ist am besten. Ja, nun kommen wir zu den Charaktereigenschaften. Also, wir hätten im Angebot Superstar. Du bist ein Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnement zählt. Habgierig. Deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte und weißt, wie man mit Videos Geld macht. Klingt nicht so. Nach mir wollte ich gerade sagen, aber wir wollen ja eigentlich gar nicht mitspielen. Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und in Geselligkeit zu leben. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby und deine unendliche Kontaktliste ist dein Ziel. Genie, dich kümmert es nicht, was andere denken. Zu lernen und neue Dinge zu erlernen macht Spaß und ist einfacher. Oder ist einfach, du bewirbst dich für ein Studium. Gibt es etwas Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Du wirst Spaß haben ohne Sorgen, also hab eine tolle Zeit. Oder der Romantiker, also romantisch veranlagt. Dein Lebenstraum ist es, eine besondere Person zu finden. Du wirst nicht aufhören, diese Person zu suchen, bis du sie gefunden hast. Dein Seelenverwandter wartet auf dich. Ja, ich denke, komm, wir helfen hier, wir nennen sie jetzt Claudia. Okay, ja, das ist Claudia. Wir helfen jetzt Claudia zum Ruhm. So,
Da es momentan, wie gesagt, Early Access ist, gibt es noch nicht viele Modis. Wir können keinen Koch wählen, Musik auch nicht, keine Lifestyle-Karriere starten. Also starten wir natürlich ein Gamer-Life. So, Phil Geier wollen wir ja nicht machen. In dem Falle diesmal Claudia. So, und ja, wie heißt der Channel? Blue Angel LP. Ja, wir machen es so, denn fast jeder hat ja irgendwie so LP in seinem Namen verankert, weil die meisten Namen ja schon alle vergeben sind und ich wette, Blue Angel wäre auch vergeben. Also Blue Angel LP und tut mir leid, falls es Blue Angel LP wirklich gibt, ist nicht böse gemeint, das ist jetzt einfach gerade, ja, so aus Grund der Haare entstanden. Und damit beginnen wir A YouTubers Live mit Claudia im Petto. Claudia ist total unerfahren noch, wir starten ja jetzt das Leben, wie es angefangen hat. Die kommt also gerade so irgendwie aus der Grundschule. Und in diesem Raum begann alles mit meiner ersten Videoaufnahme. Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe. Schauen wir uns die ersten Dinge mal genauer an. Wirf einen Blick durch dieses Zimmer, bevor du lernst, die Nummer 1 in YouTubers Live zu werden. Das akzeptieren wir einfach mal so. So, und dann schauen wir mal uns mal um. Hier oben haben wir ein Bild von Claudia und ihr Level. Level 1, Pascal. Oh, sie hat schon 100 Dollar. Und was ist das? Okay. Egal, wir müssen hier erstmal Mausrad zoomen. Dann rotiere die Kamera mit der mittleren Maustaste. Okay. Jetzt trägt sie ja doch eine Brille. Später. Bewege die rechte mit der rechten Maustaste. Und bewege den Charakter mit Klicken. Okay. Grundlagen sind gebaut. Dein erstes Video. In diesen Tagen hatte ich viel Spaß mit den Spielen, die ich in meinem Regal hatte. Das sieht aber sehr leer aus. Meine Spiele stehen in diesem Regal. Geh zum blinkenden Regal, wähle ein Videospiel und die Art der Aufnahme aus. Dann wollen wir mal. Oh, sehr schön. Empire's Planet 2 vor allem. 2007. Empire Earth, ist das damals auch 2007 rausgekommen? Ist dazu eine Anlehnung? Hm, hier, 3 Sterne. Interessant könnte es sein. Wähle ein Videospiel und die Art der Aufnahme aus. Hier. Ah, okay, wir können Previews machen. Previews. Gameplay, Review. Okay, können wir doch noch nicht. Die sind alle noch geblockt, also bleibt uns momentan nur das Gameplay. Die Einstellungsphase. In dieser Phase musst du die Webcam und das Mikrofon konfigurieren, sofern du während der Videoaufnahme eins verwendest. Ohne Mikrofon wäre es nicht wirklich ein kommentiertes Gameplay. Dein Arbeitsplatz verfügt über eine begrenzte Menge an Renderpunkten, basierend auf den verbauten Komponenten. Die meisten erweiterten Einstellungen werden die Qualität des Videos verbessern und verbrauchen diese Renderpunkte. Wähle die am besten geeignete Einstellung für deine Aufnahme. Webcam-Videoauflösung. Ja, wir brauchen eine Webcam. Niedrige Auflösung. 2 Renderpunkte weg. So, Mikrofonfilter. Nö, kein Filter. Wähle eine Ausrichtung. Mono-Ausgabe. Ja, ist natürlich so ein Billigmikro. Ich habe damals auch angefangen mit einem 10 € Billigmikrofon-Headset, das ich mir irgendwo im PC-Laden gekauft habe. Damals dachte ich echt, das wäre gut, aber ich habe mir vor kurzem auch nochmal ein paar alte Videos angeguckt und so die Unterschiede sind so gravierend hardcore. Wenn ihr mal Zeit habt, schaut mal in die Playlist von mir rein, so in die ersten Aufnahmen, in die ersten Playlists, da ist es ja besser geordnet und kommt mal schnell runter zu den ersten Videos. Ne? Und hinterlasst mal einen Kommentar, wie sich das geändert hat. So, wir könnten hier aufrüsten. Arbeitsplatz 1, kann man den umbenennen? Ah, ne, wir haben nur einen. Egal, dann setzen wir fort. So, wie nennen wir das Ganze? Empire 2. Dann machen wir das jetzt nach unserem Style. 001, könnten ja 100 Folgen werden. Destroy the Earth. Oder machen wir Let's destroy the Earth. Let's play. Kann man hier ein Apostroph setzen? So, Claudia, jetzt geht's los. In dieser Phase steht dir die verschiedenen Herausforderungen bevor. Du musst die Karten mit den darunter angezeigten Fähigkeitspunkten verwenden. Beachte dabei jedoch die Situation, die unten unter den Videoclips angezeigt wird. Aufnahme! Und da sehen wir auch Claudia, wie sie hardcore zockt gerade. Total euphorisch mit dieser tollen Webcam, die so richtig grafisch qualitativ mega ist. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Hm. Feierlicher Schrei, professionelles Kommentar. Ja, professionelles Kommentar.
Sehr schön. Und dann haben wir zur Auswahl nichts mehr wirklich, denn wir haben keine Möglichkeit. Okay, wir können es nicht mehr irgendwie zusammenfügen, also müssen wir leider auf weiter. So, das ist unser Videoclip und jetzt Bearbeitungsphase. Erstelle ein Video, in dem du Videoclips in die Bearbeitungsspur ziehst und versuchst, sie anzupassen, so gut wie möglich. Du kannst auch Effekte hinzufügen, unter der Berücksichtigung der Renderpunkte deines Arbeitsplatzes. Schließlich klickst du dann auf Rendern. Das kennen wir. Final Premiere Lite, nice. Total geiles Programm. So, Titel wählen. Okay. Wir haben noch 6 Punkte. Weicher Fokus oder Farben zuordnen. Ich denke mal, so ein farbenfrohes Video. Das passt am besten. Okay, das können wir jetzt nicht mehr machen. Können wir uns das hier angucken? Okay, okay, okay. Komm, wir rendern. Los geht's. So, Video hochladen. Dies ist deine erhaltene Erfahrung und Wertung für dieses Video, die du für deine Fähigkeiten erhalten hast. Je nach Ergebnis musst du entscheiden, ob das Video hochladen willst oder nicht. Aber da dies dein erstes Video ist, lass es uns hochladen. Okay, neues Level. Im Skript sind wir gestiegen. Neuer Rekord, Inhalt. Können wir es angucken? Interesse 46. Naja, okay. Laden wir es hoch. Einfach hoch mit dem Crap. Ich bin immer über die Zeit, die man für das Hochladen eines Videos braucht, verärgert. Oh ja, das kann ich verstehen, das kostet unglaublich viel Zeit. Aber ich sage es dir, die Aufrufe, die Abonnentenzahl und das einfließende Geld zu beobachten, ist großartig. Total. Also mit den Abonnenten und Aufrufen hat es natürlich recht, aber naja, Geld ist im Moment nicht wirklich dran zu denken. Claudia ist auch gerade mit einem oder mit 0 Abonnenten noch nicht wirklich gesegnet. So, außerdem gibt es immer Kommentare, die mir helfen zu sehen, ob mein Video wirklich gut ist. Oh, 4 Aufrufe und 1 Cent. Wahnsinn. Ich musste jeden Monat für einen Test schreiben, also musste ich lernen. Wenn ich diesen bestanden hatte, erhielt ich eine Belohnung, aber wenn ich durchgefallen war, hat mich meine Mutter bestraft. Das akzeptieren wir jetzt einfach mal, dann ist es so. So, Studentenleben. Um in die Schule zu gehen, musst du einfach nur aus der Tür hinausgehen. Ja, das ist so, ne? Also wenn du studierst, einfach nur zur Türe hinausgehen und dann ist irgendwann die Zeit auch wieder vorbei und du kommst durch die Türe wieder rein und alles ist gut. Außerdem kannst du unterwegs noch ein bisschen Pokémon Go spielen, also ab lernen. Bye. 5 Aufrufe schon. 6 Aufrufe, boah, das geht voll ab, das Video. Und da wären wir auch schon wieder, es ist Abend. So. Ich kann immer überprüfen, ob ich für den Test bereit bin, indem ich auf den Kalender in meinem Handy schaue. Aber zur Schule gehen und gute Noten zu bekommen, ist nicht alles im Leben. Manchmal gehe ich auch einkaufen und überprüfe neue Veröffentlichungen von Spielen und Konsolen. Oh geil, ja. So. Ich muss mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen. Online-Bestellen sind eine einfache und schnelle Art, um Dinge zu bekommen. Haha. Ja, total. Lass uns einkaufen. Verwende deinen PC zum Einkaufen. Und was mit meinem Video? Ich würde gerne mein Video gucken. 6 Daumen hoch, 2 Daumen runter, welcher Basti war das? Voll die Hater schon. 2 Aufrufe, 0 Abonnenten. Oh, traurig. Moment. Wir können jetzt, glaube ich, eh noch nichts machen. Also ab zum Computer, einkaufen. What the fuck? Amazing on. Okay, es war früher allerdings nur 3 Läden verfügbar. Die übrigen wurden mit der Zeit eröffnet. Ich konnte einen von den Läden besuchen oder auf den Kreuz klicken und den Einkauf beenden. Akzeptieren wir das auch wieder. So, gucken wir mal. Oh, wir haben EP bekommen und 1 Cent. Gucken wir mal im PC World rein. Die Sachen haben wir schon. Wir müssen gucken, dass wir uns definitiv neue Sachen kaufen. Boah, scheiße, ein Monitor. Aber wir wollen ja auch ein neues Spiel haben. Geil, das ist mega. Tastatur, Monitor? Ah, das ist noch ziemlich hardcore. Maus Takens Black. Eine Webcam wäre natürlich nicht schlecht. Ligotech Octopus, wie geil ist das denn? Takens Pro HD. Mikrofon definitiv, denn da wollen wir auch besser drin werden. Kopfhörer sind jetzt nicht ganz so wichtig. Da ist sogar ein Headset dran, wozu brauchen wir da noch ein Mikrofon, Software? Und das haben wir ja. Passt auf, dann holen wir uns eben mal kurz ein neues Mikrofon. Kaufen wir das. So, und dann ab zurück. Nein, ich will doch noch weiterkaufen. Ich war bereits mit der Grundelementen der Herstellung von Videos vertraut. Mir war wohl... Hallo? Ich bin gerade das Tutorial am Lesen.
Mir war bewusst, dass der Anfang schwer sein würde, aber ich hatte mich dazu entschlossen, ein YouTuber zu werden und niemand konnte mich stoppen. Nicht einmal unsere Mutter. Ich würde es schaffen. Akzeptieren wir. Du hast so gut wie nicht in dieser Woche gelernt. Ich hoffe, nächste Woche wird es besser. Mutter. Wusstest du schon, dass du mit Aushilfsarbeit Geld verdienen kannst? Moment, da muss noch mehr gehen. Wir brauchen ein neues Game. Amazing Orden. Lord, Battle for the Upper Earth. Half-Life 2, wie geil ist das denn? Alles anzeigen, was? Okay. Warte mal, wir haben hier sogar Nintendo. Honey Play Studio. Play Studio 2. Nikosoft. Ein langgewartetes Spiel von Heroic Karaoke Beatdown. Haben wir hier aber nicht zur Auswahl, oder? Was haben wir denn da? Ach, das sieht doch gut aus. Supreme Dance Zombies. Wartet mal, ich guck mal kurz auf allem. Topseller. Top-Bewertung. Neueste Erscheinungen. Ach, das hier, das ist gemeint. Das könnten wir uns jetzt sogar kaufen, weil es gerade rausgekommen ist. Genauso aber auch die anderen Games. Supreme Dance Zombies. Ja. Ja. Cybernetic Circus. Leech of Giants. Okay. Das hier hat was. Kommt, kaufen wir uns einfach mal ein schönes Spiel. Du kannst die spielen. Was? Auf was für eine Konsole kommt das denn? Ach, wir haben gerade. Alles klar, wir haben aktuell nur einen PC. Das heißt, alles. Topseller. Ah, okay. Alles anzeigen. Ein Dall-PC. Okay. Ach, so viel Auswahl haben wir noch gar nicht. Wir können Half-Life 2 spielen. Ist aber schlecht bewertet. Oktober 2011. Lord, Battle for the Upper Earth. Okay. Auswählen. Kaufen wir es doch. Alles klar. Einkauf sagen. Kaufen. So. Okay, dann schauen wir mal. Juhu, ein neues Mikrofon. Oh, nice. Ersetzt worden. Kaufe ein Spiel. Meist gesehen. Okay. Oh, da ist schon unser nächstes Spiel. Sehr schön. Dann wollen wir doch gleich mal anfangen. Wie schaut es eigentlich mit unserem Status aus? Haben wir irgendwie Müdigkeit? Hunger. Eine ausgewogene Ernährung ist alles im Leben. Du kannst an die Türe gehen und dann in die Küche oder an den Kühlschrank, falls du einen besitzt, um zu essen. Und wir müssen auch mal schlafen. Aber schnell, kommt, wir nehmen noch schnell eine Aufnahme auf. Spiel auswählen. Denn das Spiel ist ja gerade neu rausgekommen und deswegen... hier. Zack, Gameplay. Video starten. Okay, dann niedrige Auflösung, Kamera, ja, passt schon. Das Mikrofon hat keinen Filter, aber wir haben ja jetzt unsere Stereo-Ausgabe. Es wird langsam besser. Ich habe mir auch so nach einem Monat, glaube ich, ein gutes, relativ gutes Headset geholt. Arbeitsplatz 1, fortsetzen, los geht's. So. Lord. So, 001. Battle on... LP. Okay, weiter geht's. Und da müssen wir gleich die Aufnahme auch schon beenden. Ich glaube, der erste Tag ist gleich um. So, Aufnahme. Immer noch mit der billigen Webcam, aber... Deine Verbündeten haben dich verraten. Peinlicher Schrei, singender Kommentar. Wir müssen mal fröhliche Äußerungen, denn wir haben nicht mehr so viel Energie. Wir wollen ja noch mehr Szenen machen. Okay, so, Aufnahme. Ausschnitt. Ausschnitt? Unlustiger Kommentar. Okay, wir haben eh nicht viel Auswahl. Dann gucken wir mal, dass wir das jetzt zusammenschnipseln. So. Ach, jetzt haben wir sogar zwei Szenen. Das passt ganz gut. Bänderpunkte. Diesmal wieder den Titel wählen und Farben zuordnen. Sieht sehr farbenfroh aus. Wir rendern das Ganze. Neuer Rekord. Videoqualität 1. Nachbearbeitung 9. Wir sind gestiegen im Level. Ich glaube, das laden wir hoch. Wir brauchen mehr als nur zwei Aufrufe. Wie geht das eigentlich? Wir haben nur zwei Aufrufe und zwei Daumen runter und ein paar hoch. Okay. Hochladen. Alles klar. Und während das hochlädt und bevor unsere Mutti schimpft, gehen wir einfach mal eine Runde schlafen. Denn das wird Zeit jetzt. Hier unser Schlafbalken. So. Wie viel Uhr haben wir denn? 0 Uhr. Wir stehen um 0 Uhr auf. Das lang erwartete Spiel Radioactive Gnome für PlayStation, glaube ich. So, und wir müssen ja was essen. Arbeiten, essen. So, dann essen wir mal. Was können wir denn Tolles essen?
Ah, da ist die Küche. Yummy, irgendwelche komischen Erdnüsse. Und wieder zurück ins Zimmer. Hallo Mutti. Wir können mit dir nicht reden. Oh, es ist online. Jetzt geht's ab. Alter, wie das abgeht. Ein Dislike, was? Alter. Alter Falter, ich glaube, davon muss ich gleich direkt die zweite Folge machen. Dann gucken wir mal in die Kommentare. Ich habe auf dein erstes... Was? Ich habe auf dein erstes Dial-PC-Video gewartet, Jasmin. Ach, sie heißt Jasmin. Was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, dass du Lord Battle for the Upper Earth Gameplay-Video machen wirst. Salvador. Ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Das Spiel ist echt angesagt zurzeit. Räuben. Alles klar, Räuben. Dann gucken wir mal. So viel Humor, da kann man sehen, dass du YouTube beim Aufnehmen viel Spaß macht. Spaß hat. Okay, Jörg. Wenn du nicht weißt, wie man Videos richtig aufnimmt, dann solltest du besser kein YouTuber werden. Stefanie, was bist du denn für eine Bitch? Alter. Direkt mal haten hier. Okay, Leute. Ich würde sagen, dann sind wir mit der ersten Folge für heute durch. Claudia muss auch jetzt erstmal schlafen gehen. Das ist immer noch mitten in der Nacht, glaube ich. Wobei ich mir da echt nicht sicher bin. Die Zeit geht so schnell um. Und anscheinend verfliegt die Zeit auch richtig, richtig übel. Naja, ich werde mal schauen. Ich danke ihr erstmal fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.